Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Theorie, und zwar muss Katharina Devon töten, um sich zu verwandeln. Katharina Devon besitzt die Hund-Hund-Frucht Modell 9-schwänziger Fuchs. Eine mystische Soan-Teufelsfrucht, die es ihr erlaubt, sich in andere Personen zu verwandeln. In der Mythologie nutzt der 9-schwänzige Fuchs dieses, um Menschen zu töten. Hier stellt sich mir nun die Frage, muss Katharina Devon jemanden töten, um dessen Gestalt anzunehmen? Darauf gekommen bin ich, als ich mir überlegt hatte, weshalb Katharina Devon hübsche Frauen tötet. Sie ist selbst keine Schönheit, vermutlich hat sie darunter schon in ihrer Kindheit sehr gelitten und hat deshalb andere schöne Frauen schon immer gehasst. Sie wollte so schön sein wie die anderen Frauen. Irgendwann bekam sie ihre Teufelsfrucht. Ihre Wut, lange Zeit aufgestaut, wurde sie vermutlich irgendwann von einer sehr schönen Frau gemobbt. In ihrer Wut tötete Katharina Devon diese Frau. Danach aktivierte sich möglicherweise aus der Wut heraus ihre Teufelsfrucht und sie verwandelte sich in diese schöne Frau. Katharina Devon war darüber überglücklich, dass sie endlich schön wurde. Daraus entwickelte sich dann eine Art Sucht. Sie tötete immer schönere Frauen, um ihre Gestalt anzunehmen, auch wenn nur für eine kurze Zeit. Bis dato wissen wir nicht, ob diese Verwandlung unter bestimmten Konditionen wieder verschwindet. Entweder zeitbedingt oder wenn sie Schaden bekommt oder ähnliches. Was haltet ihr von dieser Idee? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder ein Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, hier auf Faceful TV. Ciao.